Witz und so. Craig kommt raus und erzählt uns was von macOS. Der Titel ist interessant, es heißt El Capitan und das ist irgendwie einer von den Bergen da im Yosemite. Genau. Das heißt, vom Namen her ist es so wie Mountain Lion. Ja. Ja, Lion und dann Mountain Lion. Und jetzt ist es halt Yosemite und jetzt ist es der Berg im Yosemite. Und dann übernächstes Mal ist es irgendwie die Hütte links unten im Yosemite. Dann funktioniert alles und dann machen sie irgendwie Yellowstone. Ja, ja? Genau. Ja, ja. Und das war aber der einzige Hinweis so auf, was wir letztes Mal angesprochen hatten, so bekommen wir eine Ansage, wir fokussieren diesmal voll auf Qualität und so, das kam nicht explizit. Naja, sie haben jetzt nicht gesagt, wir haben Scheiße gebaut, wir machen das jetzt besser, aber das machen sie ja auch manchmal. Also früher haben sie manchmal gesagt, so, das war jetzt irgendwie nichts mit Mobile Me. Ja gut, aber das ist ja, also... Ja gut, aber das war ja nun wirklich nichts. Ganz genau, also so schlimm Yosemite auch war, es war halt noch kein Mobile Me. Das muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Und bei Mobile Me hätte es ja auch kein Mountain Mobile Me getan. Das war halt einfach, das war so, so kaputt, das ist wie, weiß ich, wenn sich jemand so ein altes Taxi kauft. Nee, also Mountain Mobile Me heißt halt jetzt iCloud. Nee. Also eigentlich im Vergleich. Naja, und ich meine, sie haben halt ganz klar gesagt, wir machen mal mehr Performance. Das ist schon so ein bisschen, ja, es war halt bisher nicht so geil, aber sie haben es halt nicht so deutlich gesagt, weil das sagst du halt auch nicht. Was haben sie mal gesagt? Sie haben doch gesagt, Snow Leopard ist mal ohne Features, ja? Ja. Wir machen das jetzt einfach nur besser. Ja. Aber das ist ja auch nochmal was anderes zu sagen, als Leopard war kacke. Ich hatte den Eindruck, früher war mehr Kacke. Ehrlichkeit. Also so ein bisschen, weiß ich nicht. Egal, auf jeden Fall, was hat er gezeigt? Er hat zum Beispiel gezeigt, so, wo spielt das Audio in meinen Safari-Tabs? Das ist ja schön. Klatsch, klatsch. Also jeder Chrome-User, der lacht gerade eine Stunde. Ja, aber ist ja trotzdem erfreulich. Ich meine, das sind ja nun keine Funktionen, bei denen man vor Freude aus dem Fenster springen muss, aber das ist ja durchaus eine Funktion, die nützlich ist für die Leute, die tatsächlich Safari nutzen, ja. Zu denen ich auch gehöre. Also ich meine, ich kenne die Funktion auch aus Chrome und weiß sie da zu schätzen und ich finde es sehr begrüßenswert, dass die dann demnächst auch in Safari ist. Ja. Unterschreibe ich, klar. Also ich meine, kleiner Fortschritt ist auch Fortschritt, so ist es ja nicht. Und es ist schön, dass man halt sieht, dass der Safari nicht einfach da rumliegt und schimmelt. Ja. Das ist halt immer so. Ich meine, auch diese, ich meine, die Verbesserungen sind ja immer die Standard-Apps, die halt mit installiert sind, die an denen Apple da ja auch immer schraubt und in Anführungszeichen relativ einfach versucht, neue Funktionen reinzubekommen und vorzustellen. Und darunter fällt halt natürlich Safari sowieso klassischerweise und darunter fällt natürlich auch Mail. Und ich meine, das war jetzt auch, da sind halt wieder so Sachen, ja gut, kannst halt ein bisschen rumwischen, halt auch in der Desktop-Version von Mail. Okay, das ist jetzt alles nicht so hypergrandios, aber es ist auch nicht verkehrt. Es ist einfach okay. Das war so auch nicht bemerkenswert, weil ich meine, diese Detailverbesserungen, gerade am Browser und an Mail vor allem, also dass Apple überhaupt noch Entwicklungsarbeit in Mail steckt, ist schon bewundernswert genug, weil eigentlich solltest du das auch, wäre auch einer von diesen Kandidaten, den man mal von Grund auf neu aufstellen sollte. Aber das ist okay. Ich meine, das, was ich interessant fand und in der Form nicht gerechnet habe, ist, dass sie so einen starken Fokus diesmal auf das Fenstermanagement gelegt haben. Das kam so aus einer Ecke, mit der ich einfach nicht gerechnet hatte. Aus so einer Vista-Ecke, wolltest du sagen? Ja, auf jeden Fall aus, also ich meine, Windows-seitig sowieso auch, aber also auch von anderen Betriebssystemen und auch von zig Tools, die es ja inzwischen seit Jahren, wenn nicht länger, für macOS oder macOS 10 gibt, die irgendwas mit den Fenstern machen, aber den Schritt zu unternehmen, das doch in dieser Form ins System zu integrieren, ist auf der einen Seite vielleicht extrem überfällig, aber auf der anderen Seite durchaus auch sinnvoll. Ja, natürlich. Aber also ich musste natürlich ein bisschen schmunzeln, zurückdenkend an die Redmond Start Your Photocopiers Banner, die sie vor ein paar Jahren noch rumhängen hatten, weil das
Also die es ist ja super 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 ähnlich zu dem zu der zum AeroSnap Feature von Windows, aber klar macht's natürlich total Sinn. Also ja, überfällig ist es natürlich dreimal schon, wobei wir natürlich man sieht natürlich so ein bisschen Paradigmen-Shift. Also früher war das ja ganz hat umso mehr Fenster du irgendwo wild übereinander liegen hattest, umso cooler war die ganze Geschichte und du hattest ja in jeder App auch noch irgendwie Paletten rumfliegen, also und es geht ja immer mehr zum Single-Window-Geschichten. Schau dir zum Beispiel Xcode an. Xcode war ja früher ein bunter Strauß an Palettenfenstern. Was wir sagen auch ein Haufen Paletten. Ich fand das damals aber ganz gut irgendwie so. Und aber wenn ich mir jetzt so im Vergleich anschaue, gefällt mir das jetzt so dieses große Fenster gefällt mir jetzt besser. Und gerade wenn du halt in die Richtung von ich mach mal Vollbild gehst, spätestens dann macht ja dieses Fenstermanagement total Sinn. Also diese ich klebe da mal noch ein zweites Fensterchen daneben. Ja, sehe ich komplett ein. Es sind halt jetzt auch die Rechner alle da. Ich meine, jetzt das 12-Zoll MacBook ist gerade in Verkauf gegangen. Also die Pro Tools, die konnte man sich ja seit Jahren laden. Aber wie viele Leute machen das denn wirklich? Und wie viele Leute kaufen sich heute einen Mac, wo so eine simple Version von dieser Tastaturkürzel Pro Software-Geschichte gleich integriert ist. Also aus der Perspektive macht es halt Sinn. Also, aber das ist halt auch wieder sehr schwierig zu finden, dieses Feature, dass du den grünen Knopf nehmen musst und dann hinziehen. Also das da musst du fast schon so eine Tipps-App für macOS dazulegen. Das Blöde an der Sache ist, sie konnten natürlich einfach sagen, nimm das Fenster und zieh es nach links, weil dann wäre es halt eine 1:1 Kopie gewesen. Ich meine, das wäre das Sinnvollste und Logischste an der Sache. Das ist so, nichts anderes macht Sinn. Aber das wäre halt die 1:1 Windows-Kopie gewesen. Also da gibt es ja Apps für Cinch und sowas, macht ja genau das. Aber das können sie sich natürlich auch nicht leisten, zu sagen, wir kopieren 1:1 das, was es da schon gibt. Ja. Ja, sie haben sich auch so ein bisschen, also sie haben sich selbst so ein bisschen nicht ganz so ernst genommen und immer eingeschoben so. Sie haben Craig Federighi auf der Bühne gehabt, natürlich haben sie sich nicht ernst genommen. Ich meine, das muss man dem Typen ja wirklich lassen, er ist wirklich seit diesem, zuerst gab es einen Zitteranfall, dann als er das nächste Mal aufgetaucht, das war extrem souverän und sehr, sehr lustig und das hat das nochmal wiederholt und auch dieses Mal fand ich ihn lustig, aber er übertreibt es halt nie, weißt du, er hält den Ball halt irgendwo im Rahmen, sodass die Präsentation auch weiter stimmt und so weiter. Er hat eine extrem gute Balance drauf. Ja, absolut. Meinst du, da gibt es andere, die die Balance nicht so auf den Punkt treffen? Wir kommen da noch drauf. Naja, ansonsten, was ich etwas verwunderlich fand, war diese Vorführung von der natürlichen Sprachsuche, wo du so in ein Suchfenster reintippst, zeig mir mal Dokumente, die ich vor einem Jahr bearbeitet habe. Das ist, glaube ich, für Leute, die nicht wir sind, total sinnvoll. So für Leute, die, also ich komme mit so Spotlight irgendwie, Schlagwort, kein Doppelpunkt, da komme ich voll gut zurecht. Das ist für mich ein super Feature, aber so dieses, ich überlege, wie würde meine Mutter, was sagt meine Mutter, ja, ich brauche jetzt die, was weiß ich was, Rechnungen, die ich da und da geschrieben habe. Kriegst du halt damit hin. Aber das ist doch eigentlich, das ist doch ein Siri-Feature, dass du sagst, ich sage in natürlicher Sprache, zeig mir mal Fotos aus Utah. Das gleiche Beispiel kam ja eine halbe Stunde später nochmal. Ja. Also das ist doch eigentlich, wenn du da natürliche Sprache reintippen kannst, ist das doch ein Feature, dass da Siri rein muss, oder? Dass du dann irgendwie Command gedrückt hältst und dann kommt Siri, oder? Also ich weiß nicht, wenn ich in meinem Rechner, also ich habe an meinem Rechner super wenig Bedürfnis, mit der Kiste zu reden. Also den Kirk-Moment, wo ich in meine Maus rein, den habe ich am Rechner einfach nicht. Und ich glaube, das ist halt schon noch was da. Also ich meine, wir haben ja schon länger irgendwo die Doppel-FN-Taste. Hast du die schon mal benutzt? Und dann da in den Rechner reingequatscht. Ich habe das einfach nie gemacht. Das ist schön, das kann man machen, aber das macht auch kein Schwein. Also es machen halt wahrscheinlich recht wenige, aber die es machen, die brauchen das vielleicht, weil sie irgendwie nicht tippen können oder sowas. Ja, ja? Gut, aber die können ja sicher damit dann trotzdem damit auch interagieren. Ich weiß es nicht. Also ich fand es irgendwie komisch, weil würdet ihr so formulieren und da irgendwie auch ausführlich reintippen, so Dateien, an denen ich gearbeitet habe? Oder sowas. Das geht auch auf Deutsch wieder schief, erstens und zweitens. Ja, gut, davon abgesehen. Ja, ich meine, das ist ja immer das Schwierige. Wie natürlich ist dann die Sprache und wo ist halt die Grenze dieser natürlichen Sprache? Und dann, wenn du das Problem hast, dass du mit in Anführungszeichen natürlicher Sprache doch nicht weiterkommst, dann bist du halt
letztlich vor null, weil da hast du schon Zeit damit verschwendet, auf natürliche Weise zu suchen und dann musst du dich noch schlau machen, wie du auf unnatürliche Weise suchst oder richtig suchst. Das ist halt immer so eine sehr schwierige Gratwanderung. Und ja, mal schauen eben mit verschiedenen Sprachen, in den verschiedenen Lokalisierungen, wie das dann jeweils in den einzelnen Sprachen läuft und wie gut das funktioniert. Das ist halt etwas, was sich dann sowieso erstmal herausstellen muss. Ich finde den Ansatz gut, wenn sie es halbwegs geschafft haben, das sinnvoll umzusetzen, dass man es wirklich benutzen kann, außer den zwei, drei Beispielen, die gezeigt wurden, darüber hinaus auch nutzen kann, finde ich das schon richtig. Und ich meine, Fantastical ist ja da immer das klassische Beispiel, ja, dass du einfach da auch deinen Termin halt möglichst gewöhnlich rein diktierst oder rein tippst und da ein möglichst sinnvoller Termin bei rauskommt. Wenn das solange das perfekt funktioniert, ist das schon was sehr Fantastisches. Benutzt du das, Alex? So irgendwie Fantastical und sowas? Es ist eine sehr schöne Idee, aber ich habe jetzt selten so den Anwendungsfall, dass ich einen Termin eintragen müsste, wo ich jetzt nicht diese drei Klicks mehr machen kann, um irgendwie, aber das ist auch wieder so zu sehr pro User, oder? Ja, oder zu wenig Termine. Also so geht's mir. Ich spreche über mich. Auch das. Aber es ist, mit dieser natürlichen Sprachunterstützung, wenn es halt klappt, ist es halt fantastisch im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn es halt fehlschlägt, dann ist es halt echt am Boden, ist man zerstört meistens. Also das, es raubt dann schon viel an Illusionen, wenn er halt irgendwie, keine Ahnung, nächsten Freitag plötzlich nicht erkennt oder so. Was eigentlich bei Fantastical eigentlich immer ganz, ganz gut funktioniert. Obwohl ich auch, ich bin nochmal auf der alten Version am Desktop und da tippe ich das wirklich dann so ab. Und dann habe ich aber auch meistens so irgendwie so Alarmoptionen, die ich dann auf diese wenigen Termine, die ich habe, dann nochmal extra klicken muss. Und stellt sich mir auch immer automatisch die nächste Frage, hättest du das nicht auch irgendwie selbst da reintippen können? Aber ich probiere es eigentlich immer wieder. Es hat halt, ich meine, so ein klassisches Problem, dass man dann bei sowas reingedreht oder jetzt im Kontext von Fantastical ist halt, wenn du zum Beispiel eine Aufgabe anlegst und in dieser Aufgabe, in den Namen der Aufgabe einen Monat oder einen Termin vermerken willst, dann wird natürlich aus diesem Monatsnamen, wird natürlich automatisch dann der Termin gemacht oder der in dem Fall jetzt für eine Aufgabe der Erinnerungstermin, was du auf Teufel komm raus unter Umständen halt nicht willst. Also versuch halt mal irgendwie, mir fällt jetzt kein sinnvolles Beispiel ein, aber sobald halt ein Monatsname einfach geschrieben werden soll, fängt es halt an zum Problem zu werden, wenn natürlich die in Anführungszeichen Intelligenz greift, die sich den Monatsnamen automatisch schnappt und in einen Fälligkeitstermin umwandelt, und dann hast du natürlich das Problem. Also ich weiß nicht, ob Spotlight jetzt in diese Problematik reinrennt, aber ja, die Chance des Nichtfindens, vor allem, ich meine, auch diese Sachen, ich meine, zeig mir die E-Mails von Phil, die ich ignoriert habe. Ja, also was ist halt ignorieren? Also was ist definiert für die Suche? Was für eine Definition steckt hinter ignorieren? Heißt das einfach, die E-Mails wurden geöffnet, aber nicht beantwortet? Oder heißt es, die E-Mails sind ungelesen? Das ist ja alles recht schwammig und unklar. Und ohne eine Definition von diesen Sachen zu haben, ist es ja auch sehr schwierig, da wirklich sinnvolle Suchergebnisse am Schluss zu finden, wenn du wirklich was Spezifisches suchst. Ich meine, das haben ja wohl auch viele Leute jetzt geschafft, durch ihre Anreise zur WWDC auf der Apple Watch an einem Tag 33 Stunden zu stehen, ne? Da war doch irgendwie mit der Zeitzonengeschichte irgendwie was, ne? Zeit ist schwierig. Zeit ist schwierig, definitiv. Ja. Oder Alex, deine Tochter, ne? Wenn du einen Termin anlegen möchtest, der deine Tochter betrifft, dann ist er immer im Mai. Korrekt. Das wäre so ein klassisches, ich habe für sie noch keinen Termin angelegt, aber das wäre so ein Anwendungsfall, ja. So, dann hatten wir den Mission Control. Ist weiterhin die Frage, benutzt ihr irgendwie Mission Control tatsächlich, seit es auch wieder repariert ist und auf mehreren Bildschirmen theoretisch funktioniert? Es ist halt so ein Verwaltungsaufwand, den man eigentlich sich sparen kann, indem man einfach Command-Tab benutzt, um sein Fenster wieder zu finden. Ich benutze ja nur Mission Control. Da machst du vielleicht dir zu viel Arbeit. Nee, ich habe da eine Maustaste dafür, die macht Mission Control. Das ist das Beste. Du siehst sofort die ganzen, ich habe sonst tatsächlich hier auch im Rechner die ganze Zeit, auf dem Trackpad die ganze Zeit, wenn ich mal das Trackpad benutze. Okay, gut. Es ist halt so individuell, wie das die Leute benutzen, auch später, wenn wir zu iOS kommen. Viele Sachen benutzen halt Leute irgendwie anders. Auch zum Beispiel, wenn ich so einen Workshop hier aufzeichne, sehe ich zum Beispiel, wie Gerrit Command-Tab dieses Interface benutzt. Nämlich komplett anders als ich.
Weil er drückt Command Tab und wählt dann mit der Maus die App aus dir. Was? Das ist unfassbar. Okay, das werde ich ihm vorhalten auf sein Lebensende. Das können wir ihn direkt bitte mal anrufen. Das ist unglaublich. Da muss er Stellung zu nehmen. Das ist ja ganz schläglich. Aber es geht, ja? Und das macht Nein. Nur weil was geht. Ich bin schockiert. Aber kennt ihr das auch, wenn ihr anderen Leuten am Computer zuschaut? Ja, schrecklich. Dass ihr total verzweifelt, weil die alles falsch machen? Das ist so schrecklich. Du mit deinem Mission Control? Also ich sag dir mal eins, ich wette ja mit dir, dass ich da 300 Mal effizienter bin, als du mit deinem Alt-Tab. Command-Tab. Aber das Lustige ist, man fragt sich ja selbst, was man an Krux, so weißt du, in seinen eigenen Gewohnheiten hat, so weißt du. Wenn mein Dad eine Datei kopiert im Finder, dann wartet er, bis die kopiert ist, so weißt du. Ich flipp aus neben ihm so. Und dann denke ich mir, was mache ich eigentlich, wo andere Leute wahrscheinlich ausflippen würden? Und dann flipp ich wieder aus, weil irgendwie der Finder seit 2-3 Versionen angefangen hat, wenn du eine große Datei duplizierst. Dann fängt er an, die zu duplizieren und meint, das ist ja nur eine Datei, die ich dupliziere. Das wird nicht so lange dauern, also mache ich keinen Dialog auf, der irgendwie zeigt, wie lange das dauern wird, sondern mache nur so ein Gauge an die Datei dran. Und dann merkt er, oh, sie ist 20 Gig groß, ich brauche doch länger, und dann macht er es doch auf. Ja, und er lässt dich schon hinklicken auf die zu kopierende Datei und du meinst schon, du könntest sie irgendwie bearbeiten, weil sie schon da ist und du hast keinen Dialog, der dir sagt, wie lange das jetzt dauern wird. Und dann unterbricht dich der Finder, wenn du da irgendwie reingehst. Ja. Das ist halt auch so ein Anwendungsfall, der wahrscheinlich nicht allzu oft vorkommt und deswegen... Möglich, ja. Ja. So. Bitsensor kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Hardwork. Wir hatten neulich schon gesprochen über Adapter-Sets für SSDs in ältere Macs einbauen. Sie haben aber noch was anderes. Und zwar diese wunderschönen Betonartikel. Ja? Manch ein... iPhone-Dock oder sowas wird aus Plastik rausgefräst. Billiges, scheußliches Plastik. Mhm. Oder aus Holz oder irgendwas, ne? Aber das ist ja eine deutsche Firma, ne? Und deswegen machen die es aus Beton. Natürlich. Made in Germany, deutscher Beton. Und es ist aber nicht so wie man sich Beton jetzt vorstellt, so irgendwie so ein poröses, grobkörniges Zeug, sondern der ist so richtig, der ist wie, als wäre er weich, finde ich persönlich. Ja. Also der ist schon so ein bisschen porös und ist auch jedes Stück. Ja, aber nicht so wie so eine Straße. Stück, nicht wie eine Straße, sondern halt wie so ein, zum Beispiel hier neue Olympia, kleine Olympiahalle, die ist so in einem neuen, schönen Beton gehalten. Die sieht so ähnlich aus, finde ich. So wie ein modernes, weißt du, so. Die Form ist anders. Es sieht nicht aus wie die kleine Olympiahalle, es sieht aus wie ein iPhone-Dock. Und du hast hier so einen Einsatz, der fehlt jetzt hier bei meinem. Da ist unten so ein Loch, wo du das Kabel durchführen kannst und den Stecker reinführen kannst und dann eben dein iPhone einstecken kannst. Das gibt's hier in der kleinen Version für iPhones. Mhm. Das habe ich aber leider nicht hier. Es gibt auch in der großen Version für MacBooks. Sehr schön. Das ist dann fast so groß wie die Olympiahalle. Genau, da kannst du auch... Für MacBooks. Okay, das erscheint mir sehr groß dann zu sein. Ich dachte, wir wollen das iPad sagen. Nee, das ist für MacBooks. Und zwar ist das dann halt so ein Kasten, den du auf den Tisch stellen kannst. Man erhöht sich ja gerne. Das, ja, sowas habe ich. Den Laptop, ja, habe ich auch. Habe ich von so ein Plastikteil bisher nur. Ich hätte auch gerne das Betonteil, weil du einfach hinstellen kannst und sagen kannst, hier, mein MacBook ruht auf Beton. Ich sehe das gerade, der wiegt auch gerade mal 5,5 Kilo. Ja. Da brauchst du dir auch keine Sorgen machen, dass das irgendwie vom Tisch rutscht oder ja, so. Oder vibriert oder irgendwelches Zeug. Ne? Cool. Und das hat so, du weißt nicht, die Größe von einer Schuhschachtel oder sowas. Kannst du das MacBook draufstellen, ist auf Gummifüßen. Also und hat so Schlitze, dass du die Kabel durchlegen kannst. Das kannst du, ja, ist lässig. Ja. Wird in Deutschland hergestellt und ihr könnt einfach mal zu Hardwork gehen und der Massive Stand heißt das. Fürs MacBook kostet 90 Euro und für das, wollen wir mal sehen, für das Dock, für das iPhone-Dock sind es 60 Euro, für iPhone 5 und 6, für die beiden Größen. Und wenn ihr den Gutscheincode Bits und so verwendet, dann gibt es nochmal 10% drauf und cool. Ihr könnt eure Geräte auf Beton Made in Germany betten. Ich bin begeistert. Ja, ich auch. Mehr Sachen aus Beton bitte. Ja. Fantastisch. So, dann sind wir zu iOS gekommen. iOS ging los mit, so lange Shownotes heute, mit Kontext, was ich sehr toll finde. Das Beispiel war, was mir sehr gut gefallen hat, Siri, ich würde gerne an etwas erinnert werden, wenn ich ins Auto steige. Und iOS und das iPhone hat ja schon eine ganze Weile dieses Feature, dass du, dass das Gerät merkt, was du gerade tust, so an der Schüttelfrequenz, ob du läufst oder ob du fährst oder was auch immer.
Und wenn er also merkt, du bist im Auto, dann sagt er, okay, hier ist die Erinnerung. Und das ist halt so ein erster kleiner Schritt in Richtung, das Ding weiß, was ich tue. Ja. Da kann noch mehr, oder? Ja, hundertprozentig. Also ich meine, das ist ja sowas, was Google Now sowas in die Richtung tut. Und ich nehme schon aus an, da kommt noch mehr und der wird auch mehr Informationen, also mehr Datenquellen wahrscheinlich in Zukunft zu Rat ziehen. Aber gerade bei die Funktion ist so ein Paradebeispiel, wo ich mich schwer frage, wie die in der Praxis funktioniert. Weil der Punkt ist, merkt sich das iPhone, wenn du dein Auto abstellst und in den Fußgangschritt übertrittst, wo du das Auto geparkt hast, und erinnert dich dann, wenn du in die Nähe des Autos gelangst, was oft problematisch ist, weil die Nähe des Autos sich durchaus ja mal mit Haus und Wohnung oder was auch immer sehr nah überschneidet, je nachdem, wo und wie man parkt. Also es soll ja auch Leute geben, die parken in ihrem Haus drin. Aber von dieser Problematik abgesehen, wenn es den Übergang nimmt, dann hieß es aber auch, dass es möglich ist, dass die Erinnerung erst kommt, wenn du losfährst. Und da willst du die Erinnerung eigentlich nicht mehr, weil da bist du ja schon unterwegs. Dann hast du die Problematik, dass du entweder anhalten musst oder beim Fahren wie wild nach dieser Erinnerung starrst, was auch nicht der Fall sein kann. Oder ist das irgendein wirres CarPlay-Ding? Ja, dass darauf achtet, genau, dass das iPhone mit CarPlay verbunden ist, was ungefähr 0,00001% aller iPhone-Besitzer in ihrem Fahrzeug haben für die nächsten 10 Jahre. Ja, aber heute, genau, aber das wäre ja so meine Idee gewesen, dass das neue CarPlay, was ja kommt sicher nachher auch nochmal, kein Kabel mehr hat, dass da auch so eine Art iBeacon dann mit eingebaut ist in dem Auto. Das heißt, dein Telefon weiß, du bist jetzt unmittelbar neben dem Auto und kann dir dann auch nochmal sagen, mit dem alltäglichen Beispiel stellen, nimm den Kaffeebecher vom Dach. Ja, also es muss ja nicht mal CarPlay sein. Es kann ja auch sein, dass das, wenn du es ansteckst oder wenn das Ding merkt, hier, ich habe jetzt einen neuen Bluetooth-Lautsprecher, den ich sonst nicht habe, das ist das Auto-Ding, weil ich habe immer diesen Bluetooth-Lautsprecher, wenn ich Auto fahre. Also ich habe als iPhone habe ich gelernt, erst kommt dieser Bluetooth-Lautsprecher, dann fängt es an zu wackeln wie ein Auto. Dieser Bluetooth-Lautsprecher muss im Auto sein. Ja klar, ich meine, das wäre natürlich auch, also es sind alles sicher Signale, die man benutzen könnte, aber auch alles problematische Signale, weil zum Beispiel, was ist, wenn du dich trotzdem im Auto, aber nicht an deinem eigenen Auto erinnern lassen willst und an dem Auto erinnern lassen willst, bei dem du immer mitfährst zum Beispiel. Ich find, an was knüpft diese Funktion die Erinnerung? Also ich bin da sehr gespannt, wo da in Praxis die Stolperfalle ist, weil von der Basisidee ist das natürlich durchaus sinnvoll, sich an oder rund um sein Auto an etwas erinnern zu lassen, aber ja, ich bin... Ja, oder andere Sachen, die jetzt, muss ja nicht im Auto sein, das kann ja auch sowas sein wie, das gibt es auch schon länger mit den ortsbasierten Erinnerungen, so wenn ich ins Büro komme, dann sag mir, machst du das, funktioniert das? Ja. Zur rechten Zeit? Ja, es ist natürlich, ich meine, der Fans ist natürlich ein bisschen größer, das heißt, ich kriege die Erinnerung meistens schon ein bisschen, bevor ich im Büro ankomme, aber also so, wenn ich in die Straße, wo das Bürogebäude ist, einbiege, aber das funktioniert relativ gut. Und ich mache das oft und das geht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie das so weitermachen. Also ich meine, bei diesen anderen Sachen, so wenn ich jetzt Sport mache und viele Leute machen halt zum selben Wochentag oder zum selben Zeitpunkt am Tag, dann weiß ich nicht, wenn sie dann wie Craig offensichtlich 18 Laufbänder und irgendwie so ein Total Gym Chuck Norris Gerät zu Hause haben, dann machen die das halt immer, weiß ich nicht, um 7 Uhr in der Früh. Und das ist ja auch so ein Pattern, das kann man lernen als der iPhone. Man, hast du gesehen, wann Tim Cook an dem Tag aufgestanden ist? Normal, ne? 4:20 Uhr, ey. Ja. Ja, beziehungsweise um 4:20 Uhr hat er getwittert. Ja, da war der schon fertig mit dem Sport. Der Tweet muss ja nochmal durch irgendwie drei Korrekturlesestellen und wahrscheinlich abgenickt werden. Meinst du? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, Tim darf selber twittern. Ja. Aber das eigentlich macht es auch, also wollte nicht lang ausholen auf dem Thema, aber es macht schon eine gewisse Sympathie öffnet das gegenüber der Firma, weil bei manchen, also ich meine, dass CEOs irgendwie twittern und so weiter, das ist ja durchaus ungewöhnlich, aber das wirkt dann doch sehr authentisch und selbst getippt und so. So, könnt ihr euch noch, haben wir da eigentlich noch was mit Kontext gesehen in der Geschichte mit dem
ja, Kopfhörer einstecken. Ne? Du steckst einen Kopfhörer ein und bekommst den entsprechenden, oder du steckst dein Auto ein und bekommst dann halt entweder Musik oder ein Hörbuch, weil du immer eine Musik oder ein Hörbuch hörst, wenn du Kopfhörer einsteckst. Ich weiß halt nicht, geht das auch in Third-Party-Apps rein, wenn du halt doch lieber Spotify hörst? Kommst du dann da rein? Ich meine, es bleibt zu hoffen, aber ich würde es erstmal nicht erwarten. Also es ist weiterhin so wie immer, wenn du drückst auf Play und irgendwas spielst. Ganz genau, ganz genau. Erinnert ihr euch noch an das Märchen damals so? iOS erinnert sich, welche App als letztes Audio gespielt hat und holt die wieder. Das war kein Märchen, das war kein Märchen. Das gab es für eine Beta-Version mal. Und das funktionierte auch und so weiter. Aber das hat es dann rausgekickt und dann, vielleicht war das die Vorankündigung jetzt für das Zeug, hallo, was wir jetzt haben. Ich bin schockiert immer noch. Aber ja. Ich weiß ganz genau, welche Geschichte du meinst. Das war nämlich fantastisch. War ja, das war super. Das war so großartig. Das war großartig. Ja. Fragen mich heute noch manchmal Leute nach. Ja, zu Recht. Dann die Geschichte mit Time to Leave, wenn du aufstehen musst, um irgendwie dein Ziel zu erreichen. Wenn dein Ziel irgendwie, muss das im Kalender eingetragen sein oder wo muss das stehen, wo du hin musst? Ja, da gehe ich jetzt mal von aus, ja, oder? Das gibt's ja auch schon. Ja. Erinnerungen kann man ja jetzt schon setzen. Das haben sie offensichtlich ein bisschen vereinfacht mit iOS 9, dass du nicht mehr spezifisch einstellen musst. Erinnere mich doch daran, wann ich abfahre. Also das hat so eine komische Bezeichnung im Deutschen, auf die ich gerade nicht komme, die sie dafür verwenden. Auf jeden Fall kannst du jetzt schon diese irgendwie Wegerinnerung oder sowas spezifisch im Kalender halt einstellen und dann erinnert dich jetzt auch iOS 8 schon ganz genau daran, wann du denn aus der Tür gehen sollst, unter natürlich nur Berücksichtigung des der Verkehrslage im Straßenverkehr. Also das ist alles sehr Auto, unter einem Autoaspekt, ob sie das jetzt mit iOS 9 in irgendeiner Form es funktioniert, glaube ich, für Fußgänger schon auch, aber es ist natürlich in erster Linie ja auch dann sinnvoll, wenn du, das Verkehrsgeschehen ist ja nun das, was sich gerade für Autos am meisten ändert im Stau-Hinblick. Also ich bin mal gespannt. Also das ist eine grundsätzlich sinnvolle Funktion, glaube ich, und die auch nicht schlecht funktioniert hat bis jetzt, wenn man das brauchen konnte. Aber man muss sich natürlich ja dazu trainieren, halt zu jedem Termin auch wirklich den jeweiligen Ort hinzuzufügen, weil ich meine, das unter Umständen ja auch nochmal mit einem Aufwand verbunden ist und man halt erstmal machen muss. Zusätzlich hat ja auch iOS 9 dann die Idee, dass es dir schon mal automatisch Termine einträgt aus den E-Mails, was auch so eine Sache ist, wo du sagst so, ja, also könnte gut sein, könnte auch furchtbar nervend werden. Nee, ich schick dir gleich mal eine Mail mit allerlei Terminen, die eingetragen werden. Bündel an Krempel, wenn Leute dann nicht zuspammen kannst. Ja. Es ist halt so ein bisschen zweifelhaft. Naja, also ich meine, das geht aber auch bei Google schief. Ich habe neulich Konzerttickets gekauft und dann schickt dieser Konzertticketverkäufer so eine E-Mail, wo irgendwie für Google drin steht, hey, da ist ein Termin mit drin. Und dann wird die Mail nicht mehr angezeigt, sondern nur noch, hey, da ist ein Termin. Das ist ja super. Und wenn du dann zum Ticketschalter gehst und die abholen willst, dann sagen sie, ja, du brauchst die Ticketnummer. Und die steht in der Mail drin, die du nicht sehen kannst, weil ein Termin drin steht. Das ist ja klasse. Das ist ziemlich gut. Und das kann halt auch, wenn das halt diese Intelligenz nicht so toll funktioniert, dann ist es halt alles wieder für die Katze. Ja, das bleibt halt das Problem. Und das andere Problem bleibt halt, dass es natürlich ein sehr spezifischer und lokaler Ansatz ist und vor allem zu einem gewissen Grad darauf beruht, dass du die Standard-Apps natürlich benutzt. Ja? Also Apple Mail, Apple Kalender, und da, je nachdem, wie sehr sich, ich meine, Dritt-Apps haben, werden ja zumindest was jetzt Suche und Siri angeht, da ein paar mehr Zugang eingeräumt in iOS 9, aber was jetzt diese in Anführungszeichen intelligenten Assistenz, dieses Assistenzsystem angeht, sehe ich noch nicht so großartig, wie da Dritt-Apps eingebunden sind in diesem Spiel. Und ja, also ich meine, ich möchte mit Mail und der Standard-Kalender-App möchte ich nicht viel zu tun haben. Aber Kalender, das müsste es doch eigentlich so sein, wenn sie alle in den iCloud-Kalender schreiben, dann müsste doch das auch, also selbst wenn du eine Drittanbieter-App verwendest, müsste doch die Standard-App das trotzdem rausziehen können, oder? Vermutlich. Ja, wahrscheinlich schon. Je nachdem, wie natürlich jetzt diese automatisch angelegten Kalender da drin landen, sind die dann wirklich ein eigener Kalender, der halt ein fester Kalender ist und dann einfach automatisch sowieso drin ist, dann klar, landen die natürlich auch in den Fantastical und sonst wo.
Und genauso mit den Erinnerungen. Für die Erinnerungen kannst du natürlich auch sagen, okay, die Push-Benachrichtigung lasse ich mir für die Aufbruchserinnerung lasse ich mir dann halt einfach von der Kalender-App selbst schicken, statt von Fantastical, wenn das Fantastical halt nicht unterstützt. Was ja, wir halt natürlich alles noch nicht so richtig wissen, aber ich glaube, da ist natürlich viel. Und was passiert halt, wenn du einen anderen E-Mail-Client benutzt? Wenn du die Mail-App nicht benutzt, dann kriegst du natürlich auch keinen automatischen Termin hinzugefügt. Also, und das sind halt auch alles zum Beispiel so Fragen, warum die Frage nach, warum lässt Apple keine das Festlegen von Standard-Apps nicht zu beeinflussen. Also wenn du halt frei bestimmen kannst, welche App beispielsweise deine E-Mail-App ist und so weiter, dann hat das theoretisch Konsequenzen alles für diese Art Fragen, die sie jetzt dort gerade einbauen. Mhm. Also es ist nicht so eine einfache Frage. Natürlich kann man das machen, aber es bedarf halt irgendwie zu bedenken, dass sie halt diese Funktionen wie diese automatische Assistenzgeschichten und so weiter alles dort jetzt planen. Deswegen könnte das hinderlich sein, wenn du beispielsweise deine eigenen Standard-Apps bestimmen darfst. Bitte, so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Jimdo. Wenn ihr eine Website bauen möchtet, dann schaut euch mal Jimdo an. Das ist ein Homepage-Baukastensystem. Da könnt ihr hingehen und sagen, okay, ich brauche jetzt eine Seite. Und wählt euch eine Vorlage aus und dann könnt ihr euch mit dem, entweder im Web oder auch, wenn ihr möchtet, mit den mobilen Apps auf Android und iOS die Inhalte dafür zusammenstellen, Fotos hochladen, Blogbausteine einbauen und so weiter. Also, neulich kam da irgendwie ein Newsletter vorbei, schicken auch mal ganz hübsche Newsletter rum. So, hey, wir haben neue Templates und die sind auch wieder sehr, sehr hübsch. Also das ist, ich finde es schön, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, einfach mal zu sagen, ich möchte meine Webseite soll jetzt neu aussehen. Alles, was ich mache, ich gehe in die Einstellung und sage, mach mal bitte anders hübsch. Und dann machst du flup und alles ist anders hübsch. Und ich habe trotzdem mal da in meinen Blogbaustein und ich kann da reinschreiben und meine Startseite sieht irgendwie schön aus und hat so ein großes Cover-Ding halt, wo ein großes Bild drin ist. Und ich kann mir halt irgendwie meine Impressumseite ranklicken und wenn ich noch ein bisschen Text über irgendwas schreiben möchte, kann ich das auch machen. Und und das fand ich wieder sehr angenehm, weil ich bastelte immer noch so ein bisschen was Dingen rum, dass ich halt einfach so sagen konnte, ich hatte vorher sowas ausprobiert, da war ich jetzt nicht ganz zufrieden damit, mit der Kombination, die ich mir da ausgesucht hatte. Und dann zu sagen, okay, klack, anderes Aussehen, anderes Design, alles cool. Und jetzt, dann stimmt das halt so, wie ich mir das vorgestellt hatte. So, wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, ihr könnt auf der kostenlosen Stufe bleiben, kein Problem. Das ist dauerhaft eine kostenlose Stufe drin, die ihr benutzen könnt. Ihr könnt aber auch Jimdo Pro klicken, dann bekommt ihr eine eigene Domain. Ansonsten heißt das Ganze so deinname.jimdo.com. Ihr könnt aber, wenn ihr Pro nehmt, könnt ihr eine Domain aussuchen. Ihr bekommt dort ein E-Mail-Konto. Eure Webseiten sind dann werbefrei. Ihr bekommt Zugriff auf die Statistiken. Ihr bekommt die Suchmaschinenoptimierung dazu und noch vieles weiteres. Und zum Beispiel auch den Shop. Mhm. Ja? Shop, der für Deutschland rechtssicher gestaltet ist, den ihr hier problemlos benutzen könnt. Kostet halt auch voll nichts dann. Genau, und ihr nehmt dann noch unseren Gutscheincode Bits und so, dann gibt es nochmal 20% Rabatt auf Jimdo Pro und dann ist das bei 4 Euro im Monat. Das ist ein Witz. Ganz im Ernst, 4 Euro. Für den Shop nehmen sie sich keine Provision an den Umsätzen, die ihr dort macht. Und die Designs sind schön responsiv, sehen auf allen Geräten gut aus. Es ist eine schöne Lösung, gerade wenn ihr eine Website habt, die ihr vielleicht aus der Hand geben möchtet oder wenn ihr auch selbst dran arbeiten möchtet. Schaut euch es einfach mal an. Der Test läuft 2 Wochen sowieso. Und dann könnt ihr euch für ein Upgrade entscheiden. Dann nehmt ihr den Gutscheincode Bits und so, kriegt ihr 20% auf Jimdo Pro und wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstützung. Dann iPad-Neuigkeiten. Glück hat, wer ein iPad Air 2 sich gekauft hat. Da musste ich kurz überlegen, warum. Also es geht ja um dieses Multitasking? Multitasking und der Split-View. Split-View war das, genau. Diese Split-View-Geschichte mit so echt zwei Apps nebeneinander geht nur mit einem iPad Air 2. Jetzt fragt sich natürlich der mündige Anwender, ist dann das iPad Air 2 so viel leistungsfähiger, dass das gerechtfertigt ist, dass es nur mit diesem Gerät funktioniert? Das hat 2 Gigramm und die anderen nicht. Ja, das ist auch schon die Antwort. Okay, ja gut, das ist tatsächlich eine halbwegs sinnvolle Antwort, aber. Ich habe auch ein Aber. Wir haben doch da auch noch Geräte, die haben noch weniger RAM. Nee, und also was halt seltsam ist, ist, dass du dieses Slideover, wo du nur so eine iPhone-Breite reinholen kannst, das geht überall. Mhm.
Jetzt ist das aber auch schon diese zweite App, die dann da ist und die erste lebt ja, noch. Aber die ist ja schmaler. Deswegen. Die braucht ja natürlich weniger RAM, ist doch ganz klar, weil die ganze App-Logik ist ja auch schmaler und das... Die Witze sind schmaler, alles. Ja, alles ist schmaler. Ich stand so auf dem Schlauch die letzten 24 Stunden. Ich hab das ja bis zum Erbrechen ausprobiert, ne? Und ich habe mir die Notizen reingezogen von der Seite. Und hab halt immer nur auf diese iPhone-Breite gezogen, hab versucht, beide Teile zu bedienen. Und das geht ja nicht. Mhm. Du musst die auf die Hälfte ziehen, dann kannst du auch beide Teile bedienen. Also wenn du 50-50 die Aufteilung machst, kannst du auf einem iPad R2 beide Inhalte, so mit beiden Fingern kannst du die manipulieren. Aber halt nicht, wenn du die iPhone-Geschichte nur reinziehst. Ja. Du kannst aber auf diesen Trenner klicken und sie dann nochmal verschieben, oder? Geht das dann, dass du die rechte Seite wieder nur iPhone-breit machst? Ja, klar, das geht. Ah, und dann kannst du sie auch... Ah, das ist ja wild. Dann kannst du sie auch steuern. Also mit beiden Händen. Aber nicht, wenn du sie einfach initial reinholst auf eine Drittel der Spalte. Sondern was kannst du dann damit tun? Dann kannst du sie anschauen, kannst darin auch rumschreiben und so weiter, aber der andere Screen ist in den Hintergrund gelegt, also schwarz. Ja, das heißt so genau. Abgedunkelt. Also Slide Over. Was das ist das Slide Over. Hast, ja. Und das Slide, was ist das andere Slide Over? Split View. Und Split View kriegst du sozusagen, aber nur wenn du es einmal auf die Mitte ziehst und dann wieder zurück. Okay. Du kannst auf diesen Trenner drauf tippen, dann wird es zur Split View, glaube ich. Aber es ist halt auch richtig, sehr richtig. Versteckt. Ja, also ja, das ist ja wild. Okay, also ich stand echt gut auf dem Schlauch die ersten Stunden. Und du musst auf diesen Trenner drauf tippen. Ich würde dich jetzt auch unter iPad Power User einsortieren. Nee, es waren wilde 24 Stunden, aber aber ja, ne, also, ja, es ist schon, muss man schon wissen. Naja, also das ist ja, es war abzusehen, ja, dass da mit diesen Größenklassen noch mehr verbunden ist als nur das iPhone 6. Ja. Und das war, glaube ich, auch eine ganz, also jetzt keine große Überraschung, aber es ist halt ein bisschen schade, dass es nur auf dem allerneuesten iPad läuft. Ne? Also es wäre sicherlich mit Einschränkungen auch noch beim iPad Air und beim iPad Mini 2.3 gegangen. So ein iPad Mini, was hat es nicht auch nur 512 MB RAM? RAM? Habe ich gar nicht im Kopf. War das nicht auch ein Gig? Ich dachte, irgendeins von den Slide-Over-Geräten hat auch so 512 und von daher, also wenn irgendein iPad das iOS 9 noch laufen lassen kann, 512 MB RAM hat, dann müsste das ja auch auf dem normalen iPad gehen. iPad Mini 2.3 hat ein Gig. Okay, dann dachte ich, das wäre irgendwie mehr. Weniger. Ja. Aber also insgesamt ist das cool. Also jetzt nehmen wir mal die Einschränkung weg, dass es nur auf dem neuesten Gerät funktioniert. Ich glaube, man kann daraus ablesen, dass im Herbst neue Geräte kommen, die auch eventuell größer sind. Und das ist schon haben ja andere Betriebssystemhersteller auch schon vorher gezeigt, dass sowas theoretisch geht. Aber das ist schon so eine der großen Hürden, die man noch nehmen wollte, auf jeden Fall. Ja, da ist auch ein Gespräch, dass vielleicht mit der Hardware dann irgendwie Multi-User kommt oder auch mit 9.1, 9.2 irgendwann mal in die Richtung. Mhm. Also da geht schon noch mehr. Dadurch, dass wir jetzt auch die iCloud Drive App auf dem iOS nach Bedarf nachinstallieren können, ist ja auch so dieses Ding, dass ja Dateien sind wieder da. Ja, ja. Mit Dateien kannst du irgendwie ernsthaft arbeiten. Ohne Dateien ist es halt nur irgendwie Copy-Paste. Du hast mit iOS 9 auch die Möglichkeit, Dateien, die in iCloud Drive liegen, in Place zu editieren. Das heißt, du musst sie nicht in die App kopieren und hast eine neue Version davon, sondern die bleiben im iCloud Drive, wenn das die App richtig unterstützt. Und damit ist halt an der Stelle dann so anständiges Arbeiten wieder möglich, was bisher so mit irgendwie nur einer Hand hinterm Rücken festgebunden so ging. Ja, oder mit anderen Services wie Dropbox und so. Ja. Ja, also anständiges Arbeiten und iCloud Drive in einem Satz zu verwenden. Das ist gewagt. Aber positiv ist doch, dass sie jetzt zum Beispiel mit Notizen, also ich bin da voll deiner Meinung immer noch, aber positiv sehe ich, dass sie mit Notizen sich beispielsweise selbst da angehalten sehen, das Drive zu benutzen, scheinbar ja. Und wenn sie so weiter ihre eigenen Sachen benutzen, dann glaube ich, dann gewinnt das Ganze dann hoffentlich auch echt an Performance irgendwie. Und bei Fotos funktioniert ja iCloud. Es ist ja der Witz. Es gibt ja eine Zahl von iCloud-Diensten, die durchaus solide und gut läuft. Und es gibt halt eine Zahl,
die nicht so solide und gut läuft. Also ja. Naja, das ist halt von Ausfällen geplagt, das kommt noch dazu. Aber ansonsten hatte ich jetzt mit iCloud Drive noch keine größeren, wirklich so Totalversagen. Ich habe da so Schrottdateien rumliegen, die bei dem Umzug entstanden sind. Mhm. Wenn ich es benutzen wollte, war es halt mal down. Aber ansonsten hat es jetzt dieses Problem, Datei in die Wolke und auf dem iOS-Gerät wieder verfügbar haben, soweit funktioniert. Also wesentlich besser als alles vorher, was Apple so geliefert hat. Ja, das ist richtig. Es ist auch nicht mehr ganz so furchtbar. Das stimmt schon. Aber also bei mir ist noch so eine Grundskepsis geblieben, weil die Anfangszeit war zu haarsträubend, um das jetzt schon vergessen zu machen. Also, ich meine, das ist halt einfach so. Ich meine, ein Cloud-Dienst, der halt einmal versagt hat, selbst wenn der danach halt, der muss danach erstmal über Monate und Jahre idealerweise völlig ohne aufzumucken laufen, um den wieder sorglos akzeptieren zu können. Also diese Zuversicht hat mir iCloud Drive bis jetzt noch nicht einsortiert. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen zum Beispiel auch keine wirklich dramatischen Probleme oder Seltsamkeiten mehr mit iCloud Drive. Ja, also abgesehen von davon, dass das manchmal ein bisschen zäh ist oder irgendwas komisch ist. Aber jetzt was im Sinne von verlorenen Dateien oder sowas, das kam jetzt bei mir in letzter Zeit auch nicht mehr vor. Aber ich habe jetzt auch keine solchen Massen da rumfliegen, muss ich sagen. Also das ist bei jeder von den Apps, die halt iCloud Drive integriert haben, ist die Zahl meiner Dateien, die da drin liegen, ist sehr gering. Und das spielt da natürlich auch noch eine Rolle. Also ich wüsste nicht, ob die jetzt auf so einem Dropbox-Level, was da mit iCloud Drive passieren würde, möchte ich nicht so recht wissen. Naja, es ist halt zumindest so dieser Weg von zum Beispiel so iOS-Scanner, so PDF-Pen oder sowas. Dann machst du ein paar PDFs, legst sie dort rein und sie kommen zuverlässig in kurzer Zeit auf dem Mac wieder raus. Wenn das mal wirklich dauerhaft gut funktioniert und nicht irgendwie iCloud down ist und sowas, dann ist es ja ganz nett. Und dann hast du eben auch die Möglichkeit, wenn es lokal schon auf deinem iOS im iCloud Drive liegt, dass du sagen kannst, ich mache das jetzt mit die PDFs mit Goodreader oder irgendwas wieder auf. Und das geht einfach und das sind die gleichen Versionen und das ist einfach so wie ein Dateisystem, ja, so wie so hat so einen Namen, bleibt an einer Stelle liegen, du kannst es bearbeiten und dann in einer anderen App wieder öffnen. Das ist ziemlich abgefahren, das hatten wir seit 1960 und hat sich echt bewährt, ja. Man muss halt in der Lage sein, so dieses Konzept von einem Pfad und einem Dateinamen irgendwie auf die Reihe zu bekommen, und wenn du es nicht tust, dann klickst du halt Facebook, ist okay. Aber wenn du das hinbekommst mit einem Dateinamen, dann kannst du das benutzen und arbeiten. Das Lustige ist, dass es so ein bisschen hybrid ist. Also du kannst ja auch weiter so arbeiten, wie du bisher gearbeitet hast. Du kannst auf App-Basis arbeiten. Du machst halt deine Schreib-App auf. Und da sind dann deine Dokumente. Mhm. Jetzt gibt es halt zusätzlich noch die Option. Das ist eigentlich auch ein interessanter Schritt, ist ehrlich gesagt. Diese App ist ja nicht versteckt oder so. Sie ist versteckt lässt sich unterschiedlich definieren. Aber sie ist einfach in den Einstellungen anzuklicken. Und dann ist eine App da. Das ist ja auch so ein Schritt, den wir, ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwas anderes in der Hinsicht gab, wo einem wirklich eine App erschienen ist auf dem Desktop. Mir hat er sie im App Store angedreht. Das erste Mal im App Store hat er gesagt, willst du iCloud Drive haben? Habe ich gesagt, ja klar. Was? Ja. Okay, also jedenfalls gibt es die Option in den Systemeinstellungen von iOS. Da steht halt App anzeigen, also iCloud App anzeigen, ja, nein. Mhm, okay. Vielleicht zwei Wege dorthin. Und ich meine auch darüber, dass Apps jetzt irgendwie, Apps, die wissen, was in diesen Dateien drin ist, ja, die das Format lesen können jetzt eben auch diesen Inhalt oder die Metadaten von diesen Dateien ans System geben, damit sie in der Suche verfügbar sind. Mhm. Ja, und das hatten wir auf macOS auch schon seit Ewigkeiten, dass also solche Spotlight-Plugins sagen können, hey, ich habe hier, was weiß ich, was man halt so für Spotlight-Plugins hat. Ja. Und kann dann solche Dateien irgendwie sinnvoll anzeigen. Vielleicht auch irgendwann mal quicklooken, weil die iCloud Drive App selbst kann ja auch manche Dateitypen, die das System unterstützt, selbst anzeigen. Das heißt, das gescannte PDF kannst du auch direkt in der iCloud Drive App previewen, was auch toll ist. Und also das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Schritt, der mir sehr gut gefällt. Ja. Ja, also es gibt zwar sicherlich ein paar Leute, denen nach wie vor dieses Konzept Dateien nicht so gut gefällt und die mit nicht so recht kommen. Ich behaupte aber, dass vermutlich hier schon dass diese iCloud Drive-Geschichte schon so ein Mittelweg zwischen
zwischen den Leuten, die das hinbekommen, und den Leuten, für die Dateisystem noch so ein bisschen spooky ist, gefunden wurde. Also ich kann mir zum Beispiel halt, um mir das altbekannte Beispiel dazu bringen, ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall ein System ist, mit dem meine Mutter besser zurechtkäme als mit dem klassischen Dateisystem, so wie wir es kennen. Ja, dann, nur, ja, Entschuldigung. Dann haben wir Swift, neue Version Swift 2, und sie open sourcen das Ding. Das ist ja nett. Also Chris Lattner hat das so ein bisschen angedeutet letztes Jahr hier und da mal schon. Er fände die Idee ganz interessant, Swift zu open sourcen. Aber sie machen es jetzt tatsächlich zum Ende des Jahres. Und damit ist natürlich Swift auf einmal interessant, um auch irgendwelche Servergeschichten zu schreiben, wenn sie da den Linux-Port dafür machen. Ja, also ich fand es spannend, wie extrem enthusiastisch diese Meldung vor der Entwicklergemeinde angenommen wurde, weil ich jetzt erstmal initial den riesen Vorteil noch nicht gesehen habe. Also ja, du kannst es natürlich jetzt woanders hin porten andere Compiler bauen und was weiß ich irgendwas und das woanders hin, im Zweifel woanders hin kompilieren. Also vielleicht kannst du dann damit Apps für andere Plattformen bauen, wenn sich da halt jemand drum kümmert, aber das muss natürlich auch erstmal passieren. Und vielleicht fehlt mir da allerdings auch einfach der Weitblick an der Stelle. Ja, das ist, ich weiß es nicht, also es ist halt, dass das Problem sozusagen ist, dass die Alternativen oder das, was gerade so im Web irgendwie gerne verwendet wird, ist halt leider JavaScript mit all dem Mist, der mit JavaScript mitkommt und Node.js und sowas. Und es gibt schon noch ein paar andere kleinere Alternativen, die man benutzen kann. Java ist leider nicht tot zu kriegen und sowas. Ja. Und es gibt Go von Google, was auch in die Richtung geht, wo du eben schön Webservices schreiben kannst, was ich auch schon getan habe und was wunderbar funktioniert. Und es muss halt irgendwie Open Source sein, damit du das in so eine Wolke knallen kannst. Mhm. Und wenn jetzt irgendwie Microsoft und weiß nicht, ob Google sich darauf einlässt, aber wenn Microsoft hergeht und sagt, hey, wir unterstützen jetzt Swift in Azure, dann wäre das sicherlich interessant. Und dann kannst du halt auch, ich weiß nicht, wie sehr das in der Praxis wirklich dann eine Rolle spielt, dass du eben deinen Code, den du in deiner iOS-App hast, auch in der Wolke laufen lassen kannst. Aber so ganz blöde ist es schon nicht. Es gibt dieses Objective Cloud-Projekt, was eben versucht, einen so Node.js-ähnlichen Service, aber auf Basis von Objective-C zu bauen und anzubieten. Ich weiß nicht, wie gut das läuft, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber die mussten erstmal sich auf den Kopf stellen und irgendwie, eine Schnittstelle ins Web bauen für Objective-C-Code, was nicht so ganz ohne war. Und jetzt können sie das, glaube ich, so ein bisschen über Bord werfen. Das ist natürlich ein bisschen schade für die. Na gut, ich meine, der Objective-C-Code wird natürlich immer noch funktionieren. Es gibt sicher auch noch genug Leute, die nach wie vor nur Objective-C bauen und kein Swift. Ja, schauen wir mal. Aber das ist natürlich, wenn Swift irgendwie abhebt und jetzt das doch noch ein bisschen vorwärts geht. Ich habe es nur ausprobiert in der allerersten Version und da war es schon noch sehr hakelig. Und du wusstest nicht, ist das mein Fehler oder ist das einfach kaputt? Ja. Und inzwischen sollte das wesentlich besser sein. Ich schaue es mir nochmal an. Wenn auch so jetzt inzwischen die ganzen Probleme, die so am Übergang zwischen Swift und Objective-C ein bisschen besser behoben sind. Und wenn jetzt auch die Dokumentation nochmal zwei Schritte weiter ist, wenn die Tools besser sind, wenn der Debugger funktioniert und all diese Dinge, das sollte schon ordentlich damit helfen. So, ich habe noch eine Bitte an euch, liebe Hörer, und zwar, wir haben ab und an hier Werbetreibende, die Show supporten und ein Grund, wieso die Werbetreibenden Bitzung so lieben, ist, weil sie wissen, dass ihr die besten Hörer seid, die es auf der Welt gibt. Wir wollten aber gerne wissen, wer ihr denn genau seid. Und deswegen machen wir einmal im Jahr so eine Hörerumfrage. Und wir haben dieses Jahr eine neue Umfrage, die wir benutzen möchten. Die ist auf podsurvey.com/bitz. Das ist podsurvey.com/bitz. Das Ganze dauert 5 Minuten, wenn ihr dort eure Daten eintragen möchtet. So ein paar Fragen, was kauft ihr gerne? Wer seid ihr? Aber das Ganze komplett anonym. Ihr helft uns damit, Werbekunden zu finden, die zu euch passen, zu euren Interessen und zu dieser Show. Und wenn ihr fertig seid, dann gibt es auch nochmal $100 in Amazon.com Geschenkgutscheinen zu gewinnen. Wenn ihr auch schon letztes Jahr teilgenommen habt, klickt einfach nochmal, dann haben wir aktuelle Daten, neue Fragen dieses Jahr auch. Und ihr habt die Chance auf diesen $100
Gutschein für Amazon.com. Ihr geht also auf podsurvey.com/spitz und ja, herzlichen Dank für die Unterstützung. Ich tue einen Link in die Shownotes. Kostet euch 5 Minuten und ich würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank. So, noch mehr Sachen. Der App Store, 100 Milliarden Downloads, 30 Milliarden Dollar ausgezahlt. Das heißt, jeder Download macht im Schnitt 30 Cent. Cool, cool, oder? Es gab ja so einen Teil in der Mitte von dieser ganzen Veranstaltung, die ja auch sehr lang war, wie dieser Podcast, der ausschließlich Entwicklern gewickelt war und so in Honig um den Mund geschmiert hat. Ihr wisst, welchen Teil ich meine, oder? Ja, mit ja, so klar. Langen Videos und so weiter. Ja, diese, wo was draußen noch erzählt hat, wie geil Apps sind und die Entwickler und bla. Ja, ja, also besser als die Glühbirne. Ja, ja, genau. Besser als die industrielle Revolution. Interessante Aussagen und ich hätte ja erwartet, dass da zu irgendeiner Ankündigung kommt und im Vorfeld der ganzen WWDC war ja irgendwie von Medien vertreibenden Firmen zahlen irgendwie weniger Prozent an Apple, davon war die Rede und ich hätte mir gedacht, dass sie am Split drehen dieses Mal, also gerade mit dieser minutenlangen Ankündigung, dass sie irgendwie sagen, jetzt unser neuer Split ist nicht 70-30, sondern was anderes, aber es war ja dann wirklich nur Honig um den Mund schmieren, oder? Naja, das, also, ja, ja, klar, aber die Diskussion war ja nicht, ob der Split für die App-Entwickler verändert wird, sondern für Content-Anbieter. Das war die Gerüchte-Diskussion und die erschien mir schon unlogisch, also, oder es erschien mir nicht logisch, da ein großes Thema draus zu machen, zur WWDC, wenn du, die kannst dich auf die Bühne stellen und so, übrigens Hulu zahlt jetzt weniger, aber ihr zahlt alle übrigens das Gleiche. So, also das war kein Thema für die Bühne, aber gerade mit dieser großartigen, großspurigen und wie wichtig ihr alle seid, hätte ich gedacht, okay, das wäre so ein, ich habe falsch gewettet, aber ich wollte nur sagen, dass das irgendwie, es schien mir so auf der Hand liegen, dass sie daran irgendwie ein bisschen drehen, weißt du, so, weil sie haben es ja nicht notwendig, sie haben es ja wirklich nicht nötig. Alle Apps, die erscheinen zuerst für iOS und machen halt da auch, da haben sie halt wertvolle Kunden und so weiter. Aber trotzdem kannst du dir der Diskussion nicht so wirklich entziehen, dass die Entwicklung von Apps in den letzten Jahren halt schon irgendwie Herausforderin geworden ist. Und ich hätte also den Parameter, an dem Apple halt sofort drehen kann und der ihnen auch nicht wehtun würde, wäre halt dieser Split. Naja, also ich meine, ich habe diesen sehr schönen Artikel heute gelesen über die Geschichte von Lemmings, dem tollen Spiel für den Amiga. Mhm. Und die hatten, ich glaube, das Spiel, was sie vor dem Lemmings-Spiel gemacht hatten, da hatten sie einen Deal mit ihrem Publisher. Der war nicht 70-30, sondern 3,97. Und insofern ist 70-30 ein ziemlich guter Deal. Ja, also beschwer dich nicht, so ungefähr. Das ist besser als vorher. Ja, ja. Ja. Aber ich weiß, also ich meine, das wäre halt, für Apple ist das halt irgendwie, würde es da nicht wirklich am Geld liegen und es wäre halt ein gewisses Entgegenkommen. Wie gesagt, sie haben es überhaupt nicht notwendig und wahrscheinlich ist es sogar auf lange Sicht besser, jetzt die Leine trotzdem immer noch weiterhin kurz zu halten, weil du diese Option nicht nimmst, das irgendwie zu verwässern. Aber trotzdem ist halt diese Karte immer in der Hinterhand. Ich habe halt beide Versionen von der Alternative dann auch gelesen. So die erste Diskussion war, mach's doch so, ich glaube wie Microsoft, dass die ersten $10,000 sind 70-30 und dann wird's 80-20. Microsoft zahlt dir Geld, dass du den abmachst. Nee, nicht wirklich. Also außer du bist irgendwie, was weiß ich, Instagram. Oder andersrum gesagt, nimm doch mehr von den Großen, weil hast du auch mehr davon. Das heißt, irgendwie Clash of Clans zahlt 70-30 und die Kleinen und die Kostenlosen und sowas, die kriegen halt 80-20 oder 90-10. Ja, kannst du beides argumentieren. Clash of Clans sollte 90-10 zahlen. Nee, sehr, sehr wichtig für die finnische Wirtschaft. Also bitte kein Split. Dann natürlich nehme ich alles zurück. Das Problem, in das Apple jetzt reinrennt mit dieser 70-30-Geschichte, vor allem im Kontext des App Stores, ist, dass in dem Moment, in dem sie jetzt mit ihrem Streaming-Dienst nochmal groß antreten, und da hat ja Spotify hat ja schon ein bisschen Stimmung auch dagegen gemacht. Also da
kommt jetzt diese Unmut, die ja seit Jahren eigentlich schon kocht und die nie ganz verschwunden ist für andere Inhalteanbieter. Dieser Unmut wird hochkommen und dieser Unmut wird wahrscheinlich früher oder später auch auf irgendeine kartellrechtliche Untersuchung rauslaufen. Ja, weil Apple hat einfach einen zu wichtigen, zu extremen, zu bevölkerten und zu sonst nicht zugänglichen. Ja, nicht zugänglichen Bereich, den sie abdecken, und wenn sie selbst da als Inhalteanbieter auftreten und eben auch ihr $10 im Monat Abo durchquetschen wollen, dann wird es schwierig zu sagen, ja, die anderen können auch ihr $10 im Monat Abo anbieten, aber sie müssen halt 30% an Apple abtreten. Und wie gerechtfertigt das man sehen mag, aber die Frage ist, ob man das als etwas, als eine Wettbewerbsbeeinträchtigung bezeichnet, dass eben Apple diese 30% veranschlagt und damit definitiv einen anderen Anbieter wie Spotify benachteiligt, ob gerechtfertigt oder nicht, ist halt in dem Moment problematisch, in dem Apple eben selbst auch dieser einer der Anbieter ist, und das sind sie jetzt nun einmal wirklich nochmal geworden mit dem, oder werden sie mit diesem Apple Music Schritt nochmal sehr deutlich, und dann wird das einfach schwierig und dann wird es halt spannend, weil dieser Artikel von der Financial Times, der diese Diskussion jetzt ausgelöst hat, der war ja sehr komisch. Ja? Also der großspurig vom App Store getönt, um dann mit einem Update alles zurückzuziehen, was sie vorher geschrieben hatten letztlich. Ja? Und dann gesagt hat, ja nee, es hat eigentlich mit dem App Store gar nichts zu tun, sondern es sind nur Inhalteanbieter in Richtung Apple TV. Stimmt. Ja, also vorher hieß es App Store 70-30, Apple rückt ab und dann, oh nee, es sind nur Inhalteanbieter, hat gar nichts damit zu tun. Genau, richtig. Ja, und richtig, was Käse ist und was auch schon seit Wochen und Monaten diskutiert wird, dass HBO Now und Netflix und ein paar andere Anbieter, die auf dem Apple TV sind, dass die jetzt sowieso schon weniger als diese 30% abdrücken für ihre Abos, die sie über den Apple TV verkaufen. Oder die Abos, die sie über den Apple TV, über Apples Bezahlschnittstelle abschließen. Also, spannend wird, wenn Apple an dieser App-Store-Schraube dreht und wenn Anbieter wie Spotify oder ja, wer auch immer. Ja, und ich meine, dann wird früher, später wird auch Amazon ankommen und sagen, ja, hier, vielleicht würden wir auch gerne mal unsere Bücher verkaufen. Ja, was ist denn Inhalteanbieter? Ja, das ist es ja. Ist das ein Level von einem Spiel oder eher nicht? Sind Schlumpfbären, sind das Inhalte oder eher nicht? Ja. Also, weil, wo, oder ist das dann nur, wenn du es auf dem Apple TV kaufst, ist es dann Inhalt? Ja, das ist der Witz. Darauf läuft der Moment so ein bisschen hinaus. Ne? Der Apple TV ist so das, was Inhalte verkauft, und App Store ist halt Apps, was natürlich Quatsch ist, ja, weil HBO Now läuft ja auf dem App Store genauso wie auf dem Apple TV. Also da weiß ich, das wäre ja zum Beispiel auch interessant zu wissen. Handhaben sie denn wirklich, wenn jemand sein HBO-Abo in der App abschließt, behandeln sie das anders, als wenn diese Person das HBO Now Abo auf dem Apple TV abschließt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja totaler Quatsch. Wenn aber dann HBO Now tatsächlich jetzt schon weniger zahlt, dann heißt es, dass auch jetzt schon im App Store mit mindestens zweierlei Maß gemessen wird. Weil HBO Now hat dann schon eine andere Rolle als Anbieter XYZ, und sei es ein großer Anbieter wie Spotify oder irgendein Vince-Anbieter, der sein eigenes Ding da dreht. Es gibt ja noch einen zweiten Unterschied auf dem Apple TV, wenn du dort ein Abo abschließt, nämlich, dass deine E-Mail-Adresse aus der Apple ID an den Anbieter weitergereicht wird. Das heißt, wenn du irgendwie WatchEver oder Netflix oder HBO klickst, dann geht deine E-Mail an den Anbieter rüber, was ja im App Store normalerweise nicht der Fall ist. Da gab es mal so eine Ausnahmegeschichte für Newsstand, was aber auch sehr konfus war und dann irgendwie teilweise gekoppelt an so Gratis-Abo, wenn du deine E-Mail-Adresse für diesen Newsstand-Anbieter rausrückst, war sehr absurd. Und das ist noch so ein Unterschied, was auf dem Apple TV zum Beispiel im Moment anders läuft. Also bei HBO Now ist es ja so, dass du sowieso einen Account anlegen musst. Also das heißt, Apple gibt deine E-Mail-Adresse nicht weiter, aber du musst sowieso deine E-Mail-Adresse weitergeben, um eben dir deinen Account anzulegen, unabhängig davon, dass du über deine Apple-ID bereits bezahlt hast. Und auf dem Apple TV jetzt? Auch auf dem Apple TV? Auf dem Apple TV weiß ich es nicht, wie da der Ablauf ist, muss ich ehrlich sagen. Also theoretisch müsste dir HBO Now da auch in irgendeiner Form damit kommen, sei es
dich in irgendeiner Form zu kontaktieren und zu sagen, hier, leg dir mal einen Account an. Ich weiß es nicht, wie sie es machen, wenn du es auf dem Apple TV, also falls es ein Hörer gemacht haben sollte, doch mal vielleicht kurz Bescheid sagen, was da der Ablauf ist. Weil auch in der App ist es definitiv so, dass du einfach einen Account anlegen musst, glaube ich sogar. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob du es irgendwie vermeiden kannst. Vielleicht gibt es einen Weg, das doch einfach zu überspringen, aber ich aus meiner Erinnerung muss man einen Account anlegen. Und Netflix verkauft ja, glaube ich, auch in der Netflix verkauft Netflix-Abos über den Apple TV? Ich glaube ja, aber sie verkaufen, glaube ich, keine Abos über ihre App. So, ich schau mal eben. Also da sind sehr viele Fragezeichen in dieser ganzen Geschichte noch vertreten. Ich habe mal nämlich einen Hulu-Account auf dem Apple TV gekauft. Mhm. Und ich kann es anhand der E-Mails nicht mehr nachvollziehen, aber sie haben meine E-Mail-Adresse, weil ich habe seitdem über 61 Newsletter bekommen. Na gut. Und hier, gib uns noch eine Chance, wir geben dir 2 Wochen gratis. Gib uns noch eine Chance, du kriegst 2 Wochen gratis. Okay. Ich meine auch mit Bits und so Plus, ich habe ja mit dieser Währungsanpassung Anfang des Jahres, habe ich ja im App Store die Preise quasi um diese 30% erhöht. Ja? Mhm. Weil sowieso die Preise durch die Währungsumstellung erhöht worden wären, hätten sich sowieso die Abos abgebrochen. Ja. Mhm. Und dann habe ich eben an dem Punkt gesagt, okay, wenn ihr Plus haben möchtet, geht ins Web. Ist der bessere Weg, kauft es im Web, dann geht halt nur ein sehr kleiner Prozentsatz an den Shop-Anbieter, also an Fastspring weiter und eben nicht 30 an Apple. Weil Apple tut für diese 30% nichts außer die Zahlungsabwicklung und die ist halt nicht 30% wert. Ja, du kannst von mir aus immer noch ein bisschen argumentieren, dass das Betreiben des App Stores ein bisschen was kostet, aber halt auch nicht 25% im Vergleich zu den, weiß nicht, also Zahlung alleine kostet irgendwie 3%. Mit ein bisschen Shop und Zeug vielleicht 6 oder 10%, aber halt nicht 30. Ja. Hint und vorne nicht. Und alle Dienstleistungen rund um Zahlung und Downloads und so weiter, die werden tendenziell billiger und nicht teurer. Ja. Also vor allem nicht, was In-App-Käufe angeht. Also was ja echt eine eigene Kiste ist, wenn du sagst, das Hauptding, ja, die App zu hosten und den ganzen Kram, da kannst du sagen, okay, davon ein Einmalpreis. Und gut, dann hat natürlich Apple das Problem, dass die Leute, wenn du sagst, du machst natürlich nur die In-App-Käufe mit einem besseren Aufteilung, dann setzen natürlich, wird der Wandel zum Freemium-Modell natürlich noch versierter vorangetrieben, der ja sowieso schon da ist. Dann sagen sie, okay, dann biete ich halt meine App kostenlos an und nimm halt den besseren Split vom In-App-Verkäufen. Aber es ist nun einfach mal so, gerade die In-App-Käufe, ich meine, du lieferst ja das Zeug auch von deinem eigenen Server aus, da wird ja auch nichts mehr gehostet von Apple in dem Sinne, oder? Man kann, also zum Beispiel für, das ist nämlich auch so ein Ding, du kannst in den iTunes Store zum Beispiel, wenn du einen Levelpack oder sowas verkaufst, kannst du den Levelpack auch in den Store schieben und der kommt dann aus dem Store zu dir. Okay. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich in der Praxis oft gemacht wird, weil du dann auch nochmal diese Review-Schwelle dazwischen hast, um da was zu aktualisieren. Also du könntest auch jede Woche die Sendung dann hochladen in den App Store und dann erstmal 3 Wochen Review. Mhm. Das ist eigentlich eine gute Idee. Genau, und da hat jemand irgendwie über Gleitgel gesprochen und dann geht's wieder nicht. Wer würde denn sowas machen? Ja, diese Pre-Show, die wird halt nicht durchkommen. Kauft mehr Plus, dankeschön. Nun gut. Ich weiß es nicht. Ob da noch was kommt und auch ob international und wer entscheidet, was ist Inhalteanbieter. Und musst du irgendwie, das Kriterium, ob du im iTunes Store eine Fernsehserie verkaufen kannst, ist es schon mal im Fernsehen gelaufen. Und zwar irgend so eine Grenze, so deine Firma muss schon mal, weiß nicht, 30 Stunden oder sowas über eine Rundfunkantenne verbreitet haben. Dann bist du fähig. Was ist denn, wenn man so einen Piratensender hatte? Weiß ich nicht. Aber deswegen konnte zum Beispiel irgendwie die Harald-Schmidt-Show eben über iTunes Store verkauft werden, weil klar, die Firma hat so viele Stunden über eine Rundfunkantenne verbreitet und dann kannst du da deine Tapes hochladen. Ja, ist super. Ja, irgendeine Logik muss es ja geben. Also sie wirkt etwas absurd, aber woran machst du es halt fest?
Ja, solange du noch in diesen Bahnen denkst und den Store in diese, der Store in diesen Bahnen funktioniert, kannst du ja das nicht einfach komplett öffnen und sagen, ja, lad halt einfach, pack einfach rein, was du willst. Ich meine, warum Apple das nicht eigentlich auch macht, zu einem bestimmten Zeitpunkt ist halt offen, weil warum soll nicht jeder irgendwie sein Heimvideo da reinladen und halt für 2,99 verkaufen? Nee, aber schau, ich meine, das würde ja nicht passieren. Schau dir dieses Vimeo Video-on-Demand-Zeug an. Ja. Da ist kein Schrott drin. Und das ist aber auch nichts davon, ist jemals über eine Rundfunkantenne gelaufen, sondern da ist, also da stellt niemand sein Urlaubsvideo rein und verkauft es für 3 Euro. Und da ist halt, Es gibt hochqualitativer Service-Content drin. Es gibt ja sicher auch Urlaubsvideos, die 3 Euro wert wären. Also so ist es ja nicht. Es ist ja die Frage, warum sie den Content, also ich meine, abgesehen von der Frage, dass du natürlich, wenn du das komplett öffnest, du natürlich Content bekommst, den du einfach nicht haben willst als Anbieter. Ich meine, da ist sich ja zum Beispiel, sagen wir mal, sowas wie YouTube auch nicht zu schade. Ja, also für Content, den man, weiß nicht, so, was halt so YouTube-Stars so fabrizieren, nicht wahr? Ja, ja. Auf der anderen Seite wird das natürlich nicht reviewed bei YouTube, weil YouTube ist es tatsächlich komplett egal, bis auf Pornquatsch, der aber dann halt im Zweifel rausfliegt, nachdem er einmal geflaggt wurde, bam, ist er halt weg, fertig. Und das machst du halt auch nur zweimal und dann ist halt dein Konto halt auch weg, fertig. Und da funktioniert das natürlich recht gut, aber das wäre halt was, den Weg würde Apple ja nie fahren. Also die würden sich jedes Video von vorne bis hinten angucken und dann mit einem Edding Nippel anstreichen auf dem Bildschirm. Also deswegen geht es da nicht ganz so einfach. Deswegen musst du dir halt schon überlegen, wie hältst du jetzt den kompletten Schmutz unter? Also Schmutz, nicht, ja, den kompletten, das Zeug, das keiner gesehen und kaufen will. Wie hältst du das da raus? Auch da hat der App Store nicht so hohe Schranken eigentlich. Ja, schwierig. Und ich meine selbst, also hier vor 2-3 Wochen oder so war im deutschen App Store die Sport 1 App sehr groß gefeatured. Ich weiß nicht, zu welcher Uhrzeit die reviewed worden ist. Sicher nicht nach, ja, ich meine Zeitverschiebung. Weil meine Apps werden oft so rund um Mitternacht reviewed, ja. Und wenn du da in die Sport 1 App reinschaust, dann kannst du Teleshopping machen. Das ist gut. Also das ist, ich weiß nicht, wie das da läuft. Ich meine auch die anderen... Diese Rating-Sprüche, die sind ja dann irgendwie nicht so oft fiese Gewalt, ja? Nicht so, also irgendwie 23 Stunden am Tag irgendwie, weiß nicht, Kätzchen und dann eine Stunde irgendwie Blut. Ja. Ist okay, oder? Vermutlich, ja. Ist das doch alles, ja, Bergwerk wieder. Gut. Also die Nummer von Michael Jackson war ganz gut am Schluss. Der hört sich genauso an. Ach aber so. Den Lasermann meinst du? Besser, ja, Lasermann, besser als John Mayer, ne? Ja, gut. Alles. Ich meine, nach der 18. Keynote mit John Mayer konnte man halt einfach auch nicht mehr hören. Ja, das war wirklich unfassbar, dass der immer wieder auf. Also ich meine, Steve Jobs, der konnte nicht genug davon bekommen. Ja, offensichtlich. So, schön. War es das? Mhm. Damit durch? Ja. Also mir fällt nichts mehr ein dazu, das war. Ja, dann sind wir als nächstes gespannt auf was? Auf den Start Ende Juni. Das ist ja dann auch schon gleich in 3 Wochen. Mhm. Also nehmen wir mal an, Deutschland ist dabei, vielleicht Österreich, Schweiz auch. Und dann kann die GEMA kommen und irgendwie gucken, dass die Musikvideos da auch schön weggesperrt werden. Unbedingt. So. Gut. Herrschaften, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben heute. Dankeschön, wirklich. Über 4 Stunden in der normalen Version plus noch ein bisschen mehr. Mal sehen, wie lang Express diesmal wird. Schönen guten Abend. Servus. Ja. Tschüss. Guten Abend.